Die Art zu beten ist bei den Menschen unterschiedlich, so auch ihre Anliegen. Alles ändert sich von Kultur zu Kultur. Manche Beter, so lesen wir in der Bibel, waren mutig und laut. Einige andere aber waren still. Ganz gleich, wie man betet, das Gebet soll unsere Herzen öffnen. Ich wünsche mir und uns, dass wir nach jedem Gottesdienst mit erweitertem und mit liebeerfülltem Herzen nach Hause gehen können. So beginnen wir im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wenn wir Bilder von notleidenden Menschen sehen, wünschen wir uns oft, all diese Menschen helfen können. Manche von uns sagen, wenn ich eine große Summe im Lotto gewinne, werde ich allen helfen. Aber sehr oft können wir nichts tun, nicht nur weil wir kein Lotto spielen und wenn, dann meistens nur zweistellige Summe gewinnen. Spaß beiseite. Wir können das nicht tun, weil wir nicht dazu in der Lage sind. Auch ich muss ab und zu Menschen enttäuschen. Ein Beispiel. In dieser Woche stand ich einigen notleidenden Menschen hilflos gegenüber. Eine Frau aus meiner Heimat hat ihr Haus durch Starkregen verloren. Ein anderer brauchte Geld für die Ausbildung seines Sohnes. Meine Antwort Ihnen gegenüber? Leider bin ich nicht in der Lage, euch zu helfen. Viele denken, weil ich allein lebe und Priester bin und vor allem, weil ich hier in Deutschland lebe, habe ich viel Geld und alle Möglichkeiten zu helfen. Manchmal ist das auch möglich, aber Geld verleihen, um anderen zu helfen, das würde ich nicht tun. Ein solches Risiko würde ich nie eingehen. Außerdem, auch ich habe meine Ausgaben, Bedürfnisse und Notfälle, die die meisten nicht sehen und erkennen können. Das müssen sie auch nicht. In der Bibel sehen wir eine Frau, die anders war. Sie war gastfreundlich und hat Elisha ein Obergemach errichten lassen. Sie konnte es, weil sie eine vornehme Frau war. Auch sie hatte ein großes Anliegen. Sie war kinderlos, aber sie hat nicht um ein Kind gebetet. Trotz ihrer schwierigen Situation sah sie die Not der anderen. Ja, sie war eine außergewöhnlich starke Frau. Nur die wenigsten können wie diese Frau so selbstlos sein. Sicher erinnert mich Jesus, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn ich mich mit der Frau in der Lesung vergleiche, bin ich in dieser Beziehung wohl eine schwache Person, denn eine solche Liebe braucht Mut. Um unser Leben für andere hinzugeben, brauchen wir sehr viel Mut. Bitten wir um diesen Mut. Ja, was uns in einer solchen Situation Kraft geben kann, ist das Gebet. Wir können auch wie der Diener Gehasi ein guter Fürsprecher sein. Denn durch seine Fürsprache erlebte die Gastgeberin ein Wunder. Der Prophet Elisha verspricht ihr ein Kind, ein Segen Gottes für ihre selbstlose Liebe. Ja, wenn wir nicht wie damals Elisha selbst etwas tun können, verhalten wir uns wenigstens wie der Diener. Auch so können wir das Leben von Menschen verändern und ihnen ein Segen sein. Dazu ermutige und segne uns der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.